Beim Herstellen von kurzen Werkstücken haben wir hier noch ein Hilfsmittel. Das ist eine sogenannte Abweisleiste. Die Abweisleiste verhindert, dass, wenn man diese kleinen Werkstücke dementsprechend absägt und die hier frei liegen, dass die dementsprechend nicht in den aufsteigenden Zahn kommen, sodass eine Rückschlaggefahr besteht. Die Leiste wird einfach nur am Sägeblatt angelehnt und eben von der Position her so, dass es je nach Werkstück, wie groß das dann ist, dementsprechend halt einfach nicht in den aufsteigenden Flugkreis vom Zahn kommt. Von der Richtung her finde ich so ganz gut. Und in dem Fall müssen wir da jetzt auch wieder diesen Abstand nehmen für den Queranschlag, wo wir das Maß herholen, wo die Länge für unser kurzes Werkstück bestimmt. Hierbei ist auch wieder zu achten, dass der Längsanschlag dementsprechend auch wieder vor diesem Sägeblatt bleibt, sodass, wenn das Säge oder wenn das Werkstück dementsprechend abgesägt ist, die Leiste auch sofort frei liegt. Auch hier ist wieder wichtig, dass einfach dieses kurze Werkstück nicht zwischen Sägeblatt und diesem Queranschlag bzw. Längsanschlag hier in dem Fall nicht verklemmt. Ja? Wir richten so jetzt auch nochmal ein. Wir werden hier Werkstücke sägen, die 5 cm lang sind. Dementsprechend holen wir uns den Längsanschlag wieder her und stellen damit die Länge von diesem Werkstück ein. Hier holen wir den Längsanschlag wieder vor das Sägeblatt. Das heißt, dass es hier wieder dementsprechend frei liegt. Hier dient der Längsanschlag dementsprechend nur zum Maß holen und Absäge und dementsprechend hinter dann wieder frei auslegen. So, das wäre das Prozedere, das wir haben. Hier ist wieder darauf zu achten, dass die Schutzhaube sauber abgesenkt ist. Wichtig ist auch, dass der Schiebestock an der Stelle wirklich griffbereit ist, dass wenn sich doch irgendwas mal hinter übereinander schiebt womöglich und eine Gefahr besteht, dass man es hier sauber, ohne Gefahr mit den Händen dahin zu kommen, dementsprechend mit dem Schiebestock wegschiebe. Der sollte auf jeden Fall griffbereit sein. Gut. In dem Moment können wir die Maschine auch wieder starten. Den Sägeschnitt soweit durchführen. Hier kann man jetzt schön sehen, dass sich diese kleinen Einzelteile dementsprechend vom Sägeblatt wegbewegen und hier keine Gefahr besteht, dass die in irgendeiner Art in den aufsteigenden Zahn kommen. Und das ist eigentlich auch genau dieser Sinn und Zweck von dieser Abweisleiste. Ja. Und gewährt so unsicheres Arbeiten.